So, Benedikt, jetzt ist uns gerade was passiert. Was ist uns passiert? Wir haben da hinten den Stand von MTT und wir sind doch tatsächlich rausgeflogen. Und warum sind wir rausgeflogen? Weil wir, was wir gezeigt haben am Stand, ne, das ist eine Messe, wo der Hersteller für Geld seine Produkte zeigt, weil wir nicht konform mit deren Presseabteilung quasi sind. Ne? Und die Presseabteilung, die Dame von der Presseabteilung hat gesagt, sie würde uns eine Standführung machen, also uns eine Standführung machen. Hallo und herzlich willkommen bei Smartest Home zu diesem wirklich ungewöhnlichen Beitrag, den es bei uns in dieser Form noch nie so gegeben hat und wo wir uns jetzt auch überlegt haben, veröffentlichen wir den oder veröffentlichen wir den nicht. Wie ihr seht, wir haben uns dazu jetzt, ich sag mal so, durchgerungen, dass wir es veröffentlichen. Jetzt die nächste Frage, ihr habt jetzt das Ergebnis gesehen. Wir sind bei MTT auf der Light & Building am Stand rausgeschmissen worden. Wie hat alles angefangen? Da muss man dazu sagen, wir hatten jetzt keinen Termin bei diesem Hersteller. Wir waren nur ganz spontan, über den Stand gelaufen und wir sind nur ganz wenige Stunden in Frankfurt gewesen. Wir sind also vom Starnberger See, wo wir jetzt zu Hause sind, sind wir ganz schnell nach Frankfurt gereist und von Frankfurt waren wir dann über eine Zwischenstation schon wieder ganz schnell weg. Hallo und herzlich willkommen bei Smartest Home. Wir sind wieder auf der Messe, auf der Light & Building und wir zeigen euch heute die Highlights von MTT. MTT ist ja so der Hersteller, der in Deutschland dafür gesorgt hat, dass die Preise bei KNX in den letzten, sagen wir mal, fast so 5 bis 10 Jahren sich nach unten bewegt haben und die großen Hersteller sich mitbewegen mussten. Wir zeigen euch jetzt mal so die Highlights. Viele Sachen kennt ihr schon, wer unseren Kanal kennt sowieso. Es gibt hier zum Beispiel den MTT Glas Taster. Wir waren jetzt an dem MTT Stand und wir haben natürlich jetzt mal so ein paar Produkte für euch jetzt raussuchen wollen. Ihr seht ja, wir haben auch angefangen. Und da wurden wir so von einem Mitarbeiter gefragt, was wir tun und wir dürften nicht filmen. Ne? So, und dann habe ich das natürlich jetzt erstmal gar nicht so, oder wir haben das jetzt gar nicht so wahrgenommen, haben gedacht, irgendwie, das ist irgendwie ein Versehen oder was auch immer. So, und dann werdet ihr jetzt gleich sehen, dann kam plötzlich eine, ich sag mal so, Pressefrau, Kommunikationsverantwortliche, ich will die Frau jetzt mal doch ein bisschen in Schutz nehmen, die da kam, wir nennen jetzt keinen Namen. Und die hat natürlich gesagt, es muss alles, was wir filmen, da mit ihr abgeklärt werden. Und sie führt, sie macht eine Führung über den Stand. Und das ist das, was wir filmen dürfen. Und sie, sage ich mal so, bespricht auch das Ganze. Und das heißt also, wir dürfen da auf keinen Fall filmen. Das ist zum Beispiel die LED-Statusanzeige, finde ich ziemlich gut. Kostet ganz wenig, oftmals immer auch bei Leuten so gefragt, KNX, ne? So Klassenbau im KNX-Bereich, wenn ich jetzt so Stati haben will, was in den Räumen, wann sind Fenster geöffnet, geschlossen, ne? Sowas. Das kannst du hier mit dem Ding machen. Also ziemlich, ziemlich einfach. Wir filmen die Produkte. Ja, ich filme nur mit meiner Laufzeitprodukte. So, jetzt habt ihr es ja im Videobeitrag nochmal gehört. Also man hört das ganz leise. Wir haben natürlich dann auch die Kamera ausgemacht und wir haben den Ton ausgemacht. Und man hört es halt noch, die Hauptaussage hier, MTT, ein deutscher Hersteller, der viele Preise gewonnen hat, mit dem wir auch viel zu tun haben, in Form von Planungen, in Form von Produkten, in Form von Programmierungen, in Form von eigentlich einer langen Historie. Ne? Und MTT erlaubt nur geführte Videobeiträge, wo sie selbst reden und ihre Produkte vorstellen. Das ist so das, was unser Fazit ist. Und da sage ich jetzt auch im Sinne von euch, im Sinne von Bauherren, dafür wollen wir unsere Plattform auf keinen Fall missbrauchen. Und ich habe jetzt keine Ahnung, ob es jetzt irgendwie so eine, in Anführungszeichen, Stallorder, wie man das so schön sagt, ob es die gibt, ob das also unabhängige Kommunikation bei MTT nicht erlaubt ist
oder ob jetzt nur wir diejenigen gewesen sind, keine Ahnung. Also es macht jedenfalls so den Eindruck, dass bei MTT Technologies alles top, alles best, ne, so in den sozialen Medien, das kann sein. Ne? Also es ist so ein bisschen mein Eindruck, kann aber auch anders sein. Also da wäre es für mich jetzt auch mal interessant, schreibt mal bei uns in die Kommentare, wie ihr das seht. Es gibt ja auch vielleicht noch andere, die jetzt ein bisschen was über MTT berichtet haben. Wir wollten eine herstellerunabhängige Sicht bringen. Das ist auch mir immer ganz wichtig bei der Konzeption und Planung und auch bei der Umsetzung, bei der Programmierung von komplexen Gebäuden. Wir machen jetzt nicht so die einfachen Gebäude, sondern eher die komplexen Gebäude. Auch da kommen MTT-Produkte zum Einsatz, aber da muss ich wirklich auch immer kritisch hinterfragen, ist das Produkt überhaupt das am besten geeignetste? Und das ist eines unserer Hauptthemen, wenn man überhaupt die Konzeption technisch so macht. Und dann muss man auch dazu sagen, wir kennen MDT seit 20 Jahren oder noch länger. Damals haben sie noch Speicherprodukte unter dem, in Anführungszeichen, alten Eigentümer, der jetzt vor 4 Jahren da ausgestiegen ist, haben die noch Speicherprodukte hergestellt, also Speicher für PCs, ne, für x86 PCs. Und sie haben viele tolle Produkte, die wir nach wie vor auch einsetzen, ne, wo wir festlegen, was kommt in das Haus hinein. Und das ist jetzt echt nicht selten. Und ich bin wirklich überrascht, ich bin sehr überrascht, wie man uns da wirklich vom Stand rausgeschmissen hat. Und es war irgendwie so eine kurze Überlegung, wir hatten ja Termine und wir haben jetzt diesen MTT-Stand ungeplant mitnehmen wollen und sind da rausgeflogen. Und hätten wir ein bisschen mehr Zeit gehabt an diesem Tag, weil wirklich unser Raster ganz eng war, dann hätte ich sicherlich mich in Richtung Geschäftsführung nochmal bewegt. Und auf der anderen Seite, die Erfahrung der Vergangenheit zeigt, das ist halt so. Ne? Da ist, in dem Unternehmen ist dann halt so eine Art Zensur. Ne? Und so. Und jetzt, ich komme zum Ende dieses Beitrags, wirklich für uns, für mich, ganz ungewöhnlichen Beitrags, das bei uns bei Smartest Home seit den 8 Jahren, wo es uns hier gibt, noch nie gegeben hat. Wie seht ihr das? Ist das eine Zensur, dass also dort einfach nicht gefilmt werden kann? Ne? Und wir hatten jetzt auch nicht unser Schild Smartest Home hängen, sondern wir haben einfach da angefangen, die Produkte zu zeigen und für euch, für uns, Videoaufnahmen zu machen. Das habt ihr ja auch gesehen. So, und dann heißt es, ihr dürft das hier nicht, es muss alles kontrolliert werden. Wie seht ihr das? Wie ist das im Jahre 2024? Wie ist das zu beurteilen? Haben wir eine falsche Sicht oder seht ihr das genauso? Ich freue mich auf eure Kommentare und morgen geht es natürlich wieder weiter. Nicht mit einem, sagen wir mal, doch eher negativen Beitrag, sondern bei uns. Wir sind positiv orientiert. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.